Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf PietSmiTV. Heute mit dem Bram, dem Christian, dem Sebastian und mir, dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und es wird wieder Zeit für realer Jasse. Hallo. Bitte? Hallo. Immer super. Wir beginnen mit Bauern hinter Schranken. Die Bauern haben viel zu tun im niedersächsischen Kleinschneen. Allerdings liegen hier die Felder hinter den Bahngleisen und da gibt's gerade ein kleines Problem. Wir standen auf einmal da und konnten uns überhaupt nicht mehr wehren. Die Schranke war von einem Tag zum anderen zu und wir standen da. Ja, blöd. Sie standen da. Der Bahnübergang in Kleinschneen führt auf einen Feldweg. Früher haben die Bauern auf diesen gelben Knopf gedrückt, wenn sie hier rüber wollten. Eine Rufschranke. Dann wurden wir verbunden mit dem Wärterhäuschen in Obernjeser. Der hat dann eben auf Zuruf die Schranke geöffnet. Dummerweise ist im letzten Sommer aber der Blitz in die Technik eingeschlagen. Danach mussten die Bauern die Fahrten zu ihren Feldern penibel planen. Wenn es doch jetzt nur irgendwelche technischen Hilfsmittel gäbe, wodurch man Menschen in weit entfernten Orten erreichen könnte, indem man Zahlen darauf drückt. Mein Gott. Das, ja, bei der Bahn noch nicht angekommen. Nein, weiter hier. 3 bis 4 Tage vorher mit einer Bahnangehörigen auseinandersetzen und ihr Informationen geben, wann wir diese Bahnschranke, die Schienen überqueren wollen. Und daraufhin haben sie 2 Leute hier abgestellt, die dann eben die Barken händisch zur Seite genommen haben, sodass wir dann passieren konnten. Fuck. Und das musste mehrere Tage vorher angekündigt werden. Ja, 3 bis 4. Nein, damit wahrscheinlich die von der Bahn zur Verfügung gestellten Leute da nicht so lange rumgammeln müssen, nehme ich mal. Warum müssen da 2 sein? Kann mir das mal schon mal jemand erklären? Weil die so schwer ist wahrscheinlich. Die müssen die ja hochhieven, hat er ja gerade gesagt. Oh Mann, ey. Okay, aber. Mit dem Trecker einfach weiter links über die Schienen fahren. Ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht geht das. Weil aber mal jemand über den Bahnübergang geschlichen ist, ohne 4 Tage vor anzurufen, gab's Ärger. Die Bahn schreibt uns, daher sah die Bahn sich gezwungen, den Bahnübergang komplett zu sperren. Die Bauern sind schuld. Gut. Wie haben die das denn mitbekommen? Mitten auf so einem Feld? Ja, das ist eine gute Frage. Haben die da eine Kamera und überwachen durchgehend, wer da rübergeht? Dafür ist Technik da. Die hat direkt gepetzt, so wie der Bauer da rübergekommen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, weißt du, das kriegen sie mit, aber hinkriegen, dass das Ding da wieder läuft, das kriegen sie nicht hin. Das ist so geil. Ist zwar blöd für die Bauern, aber geht gerade nicht anders. Da geht es um landwirtschaftliche Flächen, die bestellt werden müssen. Und da nutzen es auch keine Lösungen, die vielleicht dann in 5 oder 6 Wochen sind. Ja, das tut der Bahn ja auch leid. Aber wie soll man sagen? Betrifft ja nur die 5 Bauern, die hier 20 Hektar Land bewirtschaften wollen. Liebe Bauern, eure Versammlung mit 1,5 Metern Abstand in Ehren. Aber wenn der blöde Blitz in die alte Bahnschranke, also die moderne technische Anlage einschlägt, kann die Bahn doch auch nichts dafür. Das ist in meinen Augen ein einfaches Argument. Höhere Gewalt, es tut mir leid. Es hat nun mal geregnet und gewittert, deswegen ist es kaputt. Den Landwirten muss man nun die Querung ermöglichen, wie auch immer. Und ich glaube, dass hier die Bahn gefordert ist, auch pragmatische Lösungen zu suchen. Zum Glück ist der Bahnübergang kurz vor der Schließung noch mal frisch geteert worden. Wenn schon keiner rüber kann, sieht's wenigstens schick aus. Ja, aber wie sieht denn das überhaupt so rechtlich aus, wenn die Bahn im Endeffekt da Schienen durchlegt? Müssen die den Übergang ermöglichen? Tja, keine Ahnung. Ja. Also ich könnte mir höchstens vorstellen, ich weiß erstens nicht, wem das Land überhaupt gehört, wo die Schienen draufballern. Mit ist das wem? Nicht Infrastruktur genauso wie mit Straßen, dass das quasi vom Land abgekauft wurde, freigegeben wird, dass du das machen kannst als Bahn, weil die Bahn ist ja auch staatlich. So. Okay, wir haben offensichtlich alle keine Ahnung. Nee, Ahnung hat sowieso hier keiner. Die Bahn ist doch nicht staatlich. Ja, die ist zum Teil, oder? Ist sie nicht, oder ist sie mittlerweile komplett in privater Hand? Ich dachte, Deutschland hätte noch Anteile an der Deutschen Bahn. Das könnte sein, ob die noch Anteile haben, weiß ich nicht. Unabhängig davon ist natürlich die Frage, ob die Bahn das muss oder nicht.
keine Ahnung, ist so oder so natürlich kacke für die Bauern. Ja, weil wäre sonst easy, ne? Ich meine, wofür willst du eine Mauer bauen? Du legst einfach Schienenpiller. Die Bahn, ja. Die Bahn befindet sich zu 100% im Eigentum des Bundes. 100% sogar? Ja, immer schon. Die ist doch nie als freie Aktiengesellschaft gemacht worden. Ah. Ist ja noch besser. Also deshalb meine ich ja, also das ist halt gesetzlich ja vorgeschrieben, wenn du da irgendwie eine Straße oder Eisenbahnschienen machen möchtest, dann gibt es ja auch Gesetze, wann du das kannst als Staat und wie du die Leute entschädigen musst, die dann da quasi Feld haben oder Land haben. Du kannst ja auch als Bund nicht überall sagen, so, ich baue da jetzt eine Straße hin. Häufig schon irgendwie, aber es gibt ja auch Wege und Mittel, das zu verhindern, zu wissen. Aber da muss ich halt drum kümmern. Also. Tja, das war noch ein recht neues Video, glaube ich, wegen dieser Corona-Nummer, die da war. Ja. Schade, dass es jetzt auch noch keine Erklärung gab. Es war einfach nur so, okay, wir kommen da jetzt nicht drüber. Die Bahn muss schließen. Fünf Wochen müsst ihr warten. Ja, okay. Na ja, gut. Nächstes Video. Campingstreit an der Ostsee. Von der. Von euch gewünscht. Der Campingplatz Lerchengrund. Hier lauert eine Bedrohung ungeahnten Ausmaßes. Die Idylle trügt. Die Camper verbringen keine ruhige Minute mehr. Ja. Wenn sie immer mit einer Bedrohung leben, das ist für mich ein Pulverfass. Diese Vorzelte sollen die Camper verkleinern. Jetzt. Nur weil hier angeblich keine Feuerwehr mehr durchkommt, meint die Kreisverwaltung. Die gönnt den Campern nicht mal die allerkleinste Habseligkeit. Man baut hier etwas an, man schraubt dort etwas fest. Es wird ein hausähnliches Gebilde und schon greifen nicht mehr die Regeln, die zum Beispiel im Brandfall einzuhalten sind. Gassen für die Feuerwehr, Erreichbarkeiten, Löschwasser. Hier wird aus einem mobilen Zelt ein festes Haus. Festes Haus? Das hier? Ja. Absurd. Vom Haus würde man ja nur sprechen, wenn da jetzt eine ganze Einbauküche... Ich finde natürlich unsere Einbauküche. Okay, naja, essen muss man ja auch mal im Zelt. Aber wenn es hier jetzt eine Dusche und eine Badewanne gäbe... Badewanne. Alter, als wenn die so eine komplett eingerichtete, so eine feste Badewanne... Ja, yeah, what the fuck, Alter, was ist das für ein Camp? Was die da haben, da drin wohne ich. Yes. So. Ich bin mega stark von denen. Wahrscheinlich wohnen die da wirklich auch feste drin. Das ja, wahrscheinlich. Der, also. Oh Mann. Na komm. Badewanne. Wir haben vor einiger Zeit einen Antrag auf Unterkellerung eines Wohnwagens. Nein. Das finde ich ja stark. Unterkellerung eines Wohnwagens. Nice. Ich weiß nicht, ob da schon die Niederländer drauf gekommen sind. Nee, bei denen klappt das ja nicht. Hast direkt Grundwasser. Bei Besichtigung stellt sich dann heraus, dass dort gar keine Räder mehr am Wohnwagen vorhanden waren und schon der Keller ausgehoben war. Für mich ist es ein Zelt. Ein ganz normales Zelt. Genau. Und die Verwaltung soll jetzt bloß nicht mit Brand. Ich überlege, Alter, als wir am Festival waren, weißt du, so ganz normal. Das war das Zelt. Bist quasi in so ein 1 Meter breites Zelt, weißt du, ist wie bei Snoopy, weißt du, wenn Woodstock da in sein Häuschen reinfliegt, dann sieht das von innen auch immer so aus. So ist das bei meinem Zelt auch. Es ist zwar nur 1 Meter breit, aber wenn du reingehst, sieht es so aus. Krank. Kommen. Zelte und Wohnwagen sind jederzeit bewegbar und entfernbar. Und das können sie mit einem festen Gebäude nicht. Ach, so ein Gebäude, Zelt, ist doch, wenn es brennt, in 0, nix abgebaut. Da braucht man nur mal den Betreiber Hartmut Behrens vom Campingplatz zu fragen. Ich hab's ja hier gesehen, die abgebaut wurden. Innerhalb eines Tages war der Platz wieder frei. Also das ist alles schnell zu machen. Tja, ja. Also hier hat ein Feuer keine Chance. Der trotzdem. Fuck. Schüchtert die Kreisverwaltung die Camper mit sehr eigenartigen Methoden ein. Von ganz da oben. Dann haben wir immer Befürchtungen, dass von oben fotografiert wird, damit sie irgendwelche merkwürdigen Beweise gegen uns denn wieder vorbringen. Nicht? Welche merkwürdigen Beweise denn? Von festen Häusern kann ja hier nun wirklich keine Rede sein. Also, ja, ich stand doch gerade nicht an ihrem Gartenzaun.
Ja, echt? What the fuck? Aufgeben. Wieso soll ich aufgeben? Ich bin ein Siegertyp. Ja gut, schön, dass die Zunge nochmal hinterher, ey. Dass er als Betreiber des Campingplatzes das natürlich anders sieht, verstehe ich. Also ich finde es auch mal geil, eine Folge zu sehen, wo nicht der Staat der Irrsinn ist, sondern die Bevölkerung. Leute, aber ist bei Camper, bei so Campingplätzen ist das, glaube ich, sowieso ganz, das ist eine ganz eigene Welt. Also vor allen Dingen, das ist doch auch in deren Sinne, dass da eine Feuerwehr durchkommt. Oder nein, nicht? Peter, die kann da doch durch. What the fuck? Aber wenn du dein Vorzelt abreißen musst, dann geht das gar nicht klar. Ja, dann scheiß auf die Feuerwehr. Ich finde Unterkellern geil. Ja. Vor allem den Antrag stellen, nachdem man schon Unterkellern war. Das ist auch so geil. Oh Mann. Die haben beim Amt einfach zu lange für die Bearbeitung gebraucht. Unglaublich. Das ist auch schon ein paar Jährchen her. Da freue ich mich, dass die Kommentare verlangt haben. Kennt ihr noch von damals die Camper, die Sendung? Ja, na klar. Serie, das war doch auch so abstrus immer mit Nachbarschaftsstreit und hast du nicht gesehen. So, das ist halt wirklich diese eigene Welt in Deutschland. Camper sind da ganz groß vorne dabei. Ja, auf jeden Fall. Meine Eltern sind auch Camper. Überzeugte Camper, immer mit dem Wohnwagen unterwegs. Sitzen gerade auch. Haben wir auch unterkellert. Das wundert mich jetzt aber richtig. Das ist aber auch okay. Also, wenn du dann mit dem Wohnwagen da halt immer woanders hinfährst, ist das ja auch eine coole Sache. Aber quasi so permanenter, so ein Schrebergarten quasi haben, ist ja nicht mehr. Tabu D-Hole, musst du nochmal aktualisieren oder sowas. Naja. Jetzt? Ja, okay. X3, die 1. Letztes Video, absurdes Umleitungsschild. Carlo Heckmann ist ein erfahrener Taxifahrer. Fast jeden Tag fährt er durch Schönau im Odenwald. Ach du Aber Scheiße. Dieses Umleitungsschild hat er noch immer nicht so richtig verstanden. Wahnsinn. Ja, wahnsinnig viel steht da drauf. Man ist innerhalb von ein paar Sekunden an dem Schild vorbeigefahren und man kann so viele Schriftzüge und Worte und dann noch Pfeile, Richtungspfeile überhaupt nicht wahrnehmen. Da haben sich die Behörden aber bestimmt was bei gedacht. Ja. Mit dem Schild möchten wir unsere Verkehrsteilnehmer umfassend informieren. Ja, eben. Schade nur, dass diese umfassende Information nicht so gut ankommt. Chaos-Schild, würde ich sagen. Diesen Wirrwarr. Ein Schildbürger streichen. Okay, also wenn Sie dieses simple Umleitungsschild nicht verstehen, dann fragen Sie in der Tankstelle nebenan nach. Da hilft man gern. Die Leute fragen uns immer, wo geht's lang, wo kommt man nach Weinheim, wo kommt man nach Heidelberg. Wir helfen den Kunden, dass sie weiterkommen. Ne? Och, dabei haben sich so viele Behörden so viel Mühe gegeben. Das war die Idee von Straßenbauverwaltung, Polizei und Verkehrsbehörde. Und trotzdem haben sie noch was vergessen. Oben steht empfohlene Umleitung HD, HD für Heidelberg, aber Heidelberg taucht auf dem Schild gar nicht mehr auf. Das wäre nämlich hier. Oh, stimmt. Ja, und warum fehlt das da, Herr Kraus? Wahrscheinlich hat da dann irgendeiner gesagt, Mensch, wir möchten das Schild nicht überfrachten. Das heißt, oh mein Gott. Das haben wir doch auf hier Strecke. Also, ich schön, dass Ziegelhausen drauf geschafft hat. Und ich fand den Shot gerade übrigens ganz toll. Da musste der Herr Kraus, oder wie der heißt, musste selber ein bisschen grinsen, als der einfach diesen Gang lang gelaufen ist. Das sind nämlich immer diese tollen Shots, wo die dir dann erzählen, ja, laufen Sie mal bitte den Gang lang, wir filmen das. Ich gehe mal 10 Sekunden zurück. Wir möchten das Schild nicht überfrachten. So, natürlich, bloß nicht überfrachten. Sonst könnte man bei diesem Schild wirklich überhaupt. Ich check das Schild halt auch null. Können wir bitte mal kurz das Schild, kannst du das mal kurz zeigen? Ja, warte. Ich habe die ganze Zeit während der Folge überlegt. So, wir versuchen das mal auseinander zu bringen. Ja, okay, ja? Pass auf. Von wo kommst du denn? Wo kommst du denn? Rechts unten? Kommst du von da gerade? Also, oder bist du die drei?
Bist du gerade auf der B3? Oder bist du auf der B3? Das weiß ich halt auch nicht. Warte mal, Staugefahr. Aber im Neckartal ist Staugefahr, ne? Das ist schon mal, ne? Wo ist denn das Neckartal? Es gibt zwar Steinach und Neckargemünden, aber es gibt nicht Neckartal. Ja gut, aber ich dachte, das ist so dazwischen, ne? Das Neckartal ist zwischen Neckarsteinach und Neckargemünd. Okay. Da ist ja auch ein Fluss. Da ist Durchfahrt verboten. Das heißt, du musst über Schlierbach, über einen Fluss nach Kleingemünd, um dann nach Neckarsteinach zu fahren. Moment, der schwarze Punkt, ja, über dem Fluss. Ich weiß nicht, ob das der Ort ist oder ob das einfach so ein Knoten ist. Ich glaube, das ist ein Ort, ehrlich gesagt. Aber sicher bin ich. Aber ja. Welcher von den vier Punkten? Ja, 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 guck dir mal oben links die Ecke mit Wilhelmsfeld, ja. Schriesheim. Und Schriesheim. Stimmt. Schriesheim alle drei Punkte? Weiß ja keiner. Stimmt. Dann ist natürlich die Frage. Und wo ist der dritte Dorf? Wenn du dann in Kleingemünd angekommen bist, ne, dann ist es eigentlich. Ist das jetzt kürzer, über Ziegelhausen nach Heiligkreuzsteinach zu fahren oder von über Kleingemünd nach Neudorf? Nee. Ja, aber jetzt kommt's ja. Das ist ja die Umleitung nach HD. Genau, ja, die Heidelberg, unten links also ist Heidelberg. Genau, unten links. Heidelberg ist ja gar nicht drauf. Heißt, über die drei fährst du ja dann nach Heidelberg. Heißt, du musst über Ziegelhausen, dann an Wilhelmsfeld und Schriesheim über die B3 nach. Genau. Warum kann ich denn nicht einfach bei Schlierbach nach links fahren? Nee, da geht nicht. Doch, ich glaube, da müsste es tatsächlich ja auch auftauchen, nur das ist halt weg. Da war das zu viel. Da ist halt einer überklebt. Oder ich glaube, so. Du kommst von der 3 die wirklich Straße und dann musst auch. Du halt so. Aber dann fährst du ja quasi zurück. Da gibt es ja einen Hätte man nicht einfach nur hinschreiben können, die Straße ist gesperrt zwischen dem und dem Dorf und die Straße ist gesperrt zwischen dem und dem. Also sind ja zwei Straßen gesperrt. Und mehr geht es ja gar nicht. Das wirklich am Anfang. Ich weiß nicht, ob die am Anfang sagen, dass du auf der B3 fährst oder ob man das irgendwo sieht. Ja, weiß ich nicht, aber. Da müsste man echt kein Schild machen, weil dann fährst du ja logischerweise sowieso mal Ziegelhausen und Kleingemünd nach. Ich wüsste vor allen Dingen, wenn mein Ziel Heidelberg wäre, hätte ich aber auch bei empfohlene Umleitung HD, weiß ich nicht, ob ich direkt den Sprung gemacht hätte überhaupt. Nee. Nach Heidelberg? Nee, ich auch nicht. Nee, also. Aber ja, Staugefahr in Neckartal, das konnten sie noch ausschreiben. Das ist so, what the fuck? Oh Mann, ey, das ist halt echt. Okay, das ist wirklich irrsinnig. Holy shit. Ja, da waren heute wieder drei gute Folgen dabei, muss ich sagen. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch ebenfalls. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Schreibt uns immer weiter gerne die Folgen rein, die ihr sehen wollen würdet. Dann gucken wir nämlich bei der nächsten Folge wieder vorher in die Kommentare. Genau, bis dahin. Schildern. Haut tschüss. Rein. Tschüss.